Damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zurück aus dem Phantasialand. Bei dieser wunderschönen Musik denkt man, dass man wäre sofort in einem Themenpark, nicht wahr? Nein, Spaß beiseite. Wir sind immer noch in Geheimakte 3 in der Unterwasserhöhle. Ich habe jetzt nochmal die Steinfiguren, die indischen Ornamente und die Hieroglyphen nochmal angeschaut, um das Terminal aufzukriegen. Und dabei ist mir das in den Sinn gekommen. Man muss einfach, Moment, das hier und das hier machen. Und dann funktioniert das. Weil das sind die Symbole, die gefehlt haben. Die Tür ist jetzt offen. Da können wir jetzt eigentlich mal reingehen. Weil diese Symbole haben bei den jeweiligen Bitte Sachen... Bitte folgen Sie mir. Was ich sagen wollte, die haben, diese Symbole haben gefehlt. So. Das ist es. Das Deuterium. Es scheint die ganze Anlage mit Strom zu versorgen. Dieses kleine Ding? Dieses Ding ist pure Energie. Ja, das wird funktionieren. Was wird funktionieren? Das Deuterium wird es uns ermöglichen, die Anlage zu starten. Ein Kraftfeld. Ich komme nicht ran. Wir müssen weiter. Wir müssen die Antimaterie finden. Das haben Sie selbst gesagt. Max, was ist mit dir? Keine Sorge, er ist nicht tot. Noch nicht. Und machen Sie sich keine Sorgen um die Antimaterie. Sie lagert sicher im CERN. Dann war das alles nur eine Lüge? Der Überfall, der Diebstahl, alles nur inszeniert. Sie hätten uns ja wohl kaum freiwillig hierher geführt. Wir brauchen das Deuterium. Ohne Deuterium wäre die jahrzehntelange Forschung umsonst gewesen. Ich habe Ihrem Verlobten ein langsam wirkendes Gift injiziert. Es verteilt sich gerade in seinem Körper. Ihm bleiben noch 20, vielleicht 30 Minuten. Miststück! Wir verlieren nur Zeit. Das ist das Gegengift. Finden Sie raus, wie man das Kraftfeld ausschaltet, dann können Sie es haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Kraftfeld zu deaktivieren. Am besten schaue ich mich in der Anlage weiter um. Oh, ich habe ein Funkgerät. Das Handfunkgerät habe ich von Cunningham. Ich soll mit ihr in Verbindung bleiben, während ich versuche, das Kraftfeld zu deaktivieren. Der Ärmste. Es scheint ihm sehr schlecht zu gehen. Ich muss Max helfen. Hauen wir auch eins über die Rübe. Das Deuterium wird von einem Kraftfeld geschützt. Gehen wir erstmal gucken, was wir noch machen können. Schauen wir uns mal. Was? Warte mal. Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott, der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole, ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Das wird... Ach du Schande. Das ist extrem seltsam. Und wir haben offenbar eine gigantische Uhr. Hübsch. Ja. Was ist das? Eine Art Rätsel? Na super. Wir haben ein Rätsel. So. Was haben wir hier? Besser mit Mars, Zirkel, Pistole, Auge, Venus, Pinsel. Müssen wir das jetzt... Ah! Wir müssen das so anordnen, wie das es hier drauf ist. Okay, ich verstehe. Und er malt ja offenbar was. Okay, okay, okay. Das habe ich locker drauf. Okay, was haben wir hier? Mars, Toten, Venus, Auge. Pinsel, Auge. Weil Auge Ägypte ist. So. Moment. Da. So. Moment. Hä? Warte mal.
Wie viel? Moment, Moment, Moment. Hä? Mach ich das jetzt richtig? Moment mal. Erst kommt der Pinsel, dann das Auge, weil Ägypten. Jetzt, was ist das hier? Auf diesem Zeiger ist ein Totenschädel zu sehen. Auf diesem Zeiger ist eine Pistole abgebildet. So. Hey, wie soll ich das jetzt machen? Moment. Moment. Ich bin total verwirrt. Auf diesem Zeiger befindet sich die Abbildung eines Zirkels. Ja, aber was bedeutet das? Moment. Hübsch. 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 Ja, okay. Oh Gott. Ich bin gerade verwirrt. So, da kommt der Pinsel hin. Moment. So. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Na komm. Nina, was machst du da? Lauf mir nicht im Weg. So. Warte mal. Ich habe eine Idee. Nina? So. Och komm, mach jetzt einfach. So? Nee, es ist falsch. Moment. Auf die linke Seite kommt definitiv Pinsel, Auge, Pistole. Der Zirkel nicht. Warte mal, der Zirkel. Doch, vielleicht. Nein, Quatsch. Warte mal. Moment. Okay, ich bin verwirrt. Dieses Rätsel verwirrt mich ein bisschen. Muss ich jetzt schon sagen. Moment. Okay. Hä? Warte mal. Das ist ein bisschen verwirrend für mich. Warte mal. Linke Seite von links nach rechts muss ich das hier doch hier abarbeiten. Nur dass das richtig ist. Totenschädel. So. Hübsch. Ja, aber wie macht man das jetzt hier? Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott, der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte... Und rechts wie... Okay. Moment. Nee. Ah, nein. 1, 2. Ah, ich verstehe. Okay, okay, okay. Moment. So.
Zirkel. Warum gerade ein Zirkel? Verstehe ich nicht. Vielleicht? Nee, Quatsch. Warum ist der Totenschädel jetzt? Hä, warum ist der Totenschädel jetzt da? Der Pinsel sollte doch. Oh, beweg dich nicht. So. Dit. Der Tod hat da nichts zu suchen. Der Tod kommt an der letzten Stelle hin. So. 1, 2, 3, 4. Der Pinsel. Wo ist der Pinsel? Ach. Er hat den Pinsel. Der Zirkel kommt nach dahin. Das Männersymbol. Ach. Moment. So, jetzt aber richtig. So. Dann ich. Moment. So ist es doch richtig oder nicht? Das doch richtig sein. Genauso eingeordnet, wie es sein soll. Ja, hat er auch einen Pinsel, genau wie er? So, Zirkel. Da muss der Totenschädel. Nee, auch nicht. Hä? Auch nicht. Puh. Überlegen. Pinsel. 1, 2, 1, 2, 3. Ach, oh, meine Güte. Pinsel. Nein, Quatsch. So. Moment. Der Pinsel, der Pinsel, der Pinsel, Pinsel. So. Das ist das zweite Bild. Das dritte Bild ist der Dolch. Moment. Oh Gott. Dolch. So. Dann die Erfinderzeit. 1, 2, 3. Moment. Geh mal kurz da weg da. Ja. So, 4. Das ist Nummer 5. 5. So. 5. 6. Das ist das hier. Die Frau muss dahin. So, Venus. 6.
Die Pistole muss in die 7 hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Auch nicht. Also irgendwie kann ich keine römischen Zahlen lesen. So. Wo ist das Auge da? Das ist irgendwie schon ein bisschen verwirrend. Dass wahrscheinlich die ganzen Symbole gerade sind. Wahrscheinlich so gemeint. So vielleicht? Der Dolch ist das dritte Bild. Und ich dachte, nicht die vierte. Okay. Das verwirrt mich doch ein bisschen. Bilder. Jetzt noch, wo ist das Venus-Symbol da? Und dafür haben wir jetzt genau 18 Minuten gebraucht. Wahnsinn. Oh, geschafft. Oh Gott. Ist das einer von Ihnen? Ob er noch lebt? Himmel, war das letzte Geburt. Wie sieht's aus? Wo sind Sie? Beeilen Sie sich! Hast du in meinen Träumen mit mir gesprochen? Was wolltest du mir auf dem Hochhaus sagen? Seit unserer letzten Begegnung sind viele Jahre vergangen. Jetzt haben wir dich in deinen Träumen gerufen, weil wir deine Hilfe brauchen. Hilfe? Unsere Bruderschaft existiert schon seit Jahrtausenden. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor sich selbst. Unsere Urahnen waren noch Jäger und Sammler, als ihnen von den Göttern das Deuterium geschenkt wurde. Eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie, die große Macht verlieh. Im Gegenzug für dieses Geschenk mussten sie einen heiligen Schwur leisten, dass sie und ihre Nachkommen die Menschheit daran hindern, technologisch eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Was ja nur bedingt gelungen ist. Im Mittelalter hat man uns erbarmungslos verfolgt. Wir wurden beinahe ausgelöscht. Es begann das, was man heute die Neuzeit nennt. Eine unglaubliche Explosion von Wissen und Technologie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mit der Erfindung des Computers auch die Botschaft in Pi entdeckt werden würde. Pi? Immer wieder diese verdammte Zahl. Ich hatte dir vom Fermi-Paradoxon erzählt, warum es im Universum zum keine intelligenten Zivilisationen gibt, die zu intergalaktischen Reisen fähig sind. Wo immer eine Zivilisation im Universum entwickelt genug ist, um Computer zu bauen, wird sie die Botschaft in der Zahl Pi entdecken.
Und ihre Neugierde wird sie dazu bringen, die Maschine zu bauen. Und dann? Was macht die Maschine? Sie zerstört alles. Das Feuer. Wer auch immer diese Botschaft erschaffen hat, er wollte sichergehen, dass sich intelligentes Leben niemals exponentiell im Universum ausbreitet und zur Gefahr wird. Nun ist es an dir, die Menschheit zu schützen. Du wirst verhindern, dass diese Maschine in Betrieb genommen wird. Als Zeichen unseres Vertrauens ermöglichen wir dir den Zugriff auf die Energieversorgung dieser Station. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. An der Konsole könnte ich das Kraftfeld um das Deuterium deaktivieren. Du könntest, machst es aber? Das erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!